Heute im Test ein Original Samsung ETS100. Es handelt sich hierbei um einen kleinen Stylus für das Samsung Galaxy Tab. Mit in der Verpackung dabei ist natürlich der Stylus selbst. Den schauen wir uns aber gleich ein wenig genauer an. Ebenfalls mit in der Verpackung ist eine kleine Bedienungsanleitung. Und nun zum Stift selbst. Optisch sieht er schon mal sehr gut aus. Er besteht komplett aus Aluminium und Kunststoff. Auf der Vorderseite befindet sich eine kleine Gummihaube, die das Display beim Bedienen schonen soll und vor Kratzern schützt. Apropos Bedienung, zu dieser kommen wir nämlich jetzt. Der Stift ist vor allen Dingen für Leute gedacht, die sehr viel mit Mal- und Zeichenprogrammen zu tun haben. Hierbei funktioniert der Stift besonders gut. Man kann ihn aber natürlich auch zur allgemeinen Steuerung des Tablets benutzen und damit beispielsweise im Internet surfen oder durch Programme wechseln. Der Samsung Galaxy Tab Stylus ETS100. In meinen Augen ein wirklich cooler Stift. Er sieht nicht nur gut aus, sondern weist eine hohe Qualität und eine gute Verarbeitung auf. Besonders die gummierte Vorderseite konnte mich überzeugen, denn sie schützt das Touchscreen vor Kratzern und unnötigen Fingerabdrücken. Und auch mit einem Preis von 16,90 € finde ich das Ganze wirklich angemessen für so eine hohe Qualität und diesen Stylus. Übrigens, das Ganze funktioniert nicht nur mit Samsung-Geräten, sondern auch mit allen anderen Geräten, die ein eingebautes Touchscreen besitzen. Insgesamt ein wirklich cooler Stylus. Wer sich in Zukunft einen Stylus zulegen möchte, dem kann ich diesen auf jeden Fall empfehlen.